Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich dachte mal, ich gehe mal in eine neue Richtung. Quasi ist es halt ein Walking Simulator, Paradise Lost, habe ich mir jetzt im Angebot gekauft gehabt, vor kurzem. Und gedacht, ja gut, kann man ja mal machen. Spielt auch in einem Universum mit hier Zweiter Weltkrieg und so, ne? Also hat so die Thematik drinne. Ja, gucken wir mal, wie das Spiel sich entwickelt. Ich habe noch nicht so viel von gesehen. Ich weiß, dass es ein Walking Sim ist. Also, ne, das, was man so auf den Webseiten bei Steam und PlayStation und so, was man da so in Verkaufswebseiten halt alles so sieht. Es hat mir eigentlich so ganz gut gefallen vom Anblick her. Deswegen würde ich da mal reingucken wollen. Nö. Wollen wir mal das Let's Play machen? Okay. Es soll nicht so die ganze Zeit aussehen. Das ist jetzt nur irgendwie, weil es teilweise auch so, aber halt, nö. Wir spielen einen kleinen Jungen, dessen Namen ich vergessen habe. Und sind halt in so einem Bunker oder irgendwie sowas. Ja. Die Welt soll wohl nicht ganz so schön sein, also so ein bisschen Metro-mäßig. So eine Mischung zwischen Wolfenstein und Metro. Irgendwie. Habe ich so, ne, ist bei mir so im Kopf drin, ne? Vielleicht geht es auch Richtung hier. Vom Dings aussehen her so ein bisschen. Ich komme gerade nicht drauf. Wie hieß denn das nochmal? Ja. Hä? Okay. Da gab es ein Spiel, da ist man so im U-Boot. Warte, wie hieß denn das? Das habe ich mir bei Dings gekauft, bei Epic. Ja. Komme ich bestimmt bald drauf. Jetzt gucken wir erstmal die Cutscene. Alles sehr kalt. Eisiger Winter. Okay. Sieht schon echt gut aus, aber wie gesagt, ich meine, wie das Game spielt in einem Bunker, nicht an der Oberfläche. Ich bin immer noch am gucken, deswegen gucke ich da gerade auch ein bisschen auf zwei Bildschirme. Oh, Teddy. Schon so ein bisschen stimmungstechnischen Hintergrund, ne? So ein bisschen düster. Ja, bei der Thematik auch kein Wunder, ne? Das ist auch kein Wunder. Okay, ein bisschen cineastisch. Das ist wohl das erste Kapitel, Leugnen. Mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich mache die Parts so eine halbe Stunde, circa, so ungefähr. Das dürfte eigentlich reichen. Wie das jetzt mit den Dings kommt drauf an. Vielleicht mache ich das auch kapitelweise. Ich weiß gar nicht, wie lang die Kapitel sind. Ich meine, wenn jetzt schon hier, ne, Kapitel angekündigt wird, werden dann wohl Kapitel sein. Ah, mir fällt das Dings wieder ein. Und zwar hieß das Close to the Sun, wo man dann auch in so einem U-Boot ist. Okay. Also es ist schon. Ja. Ist halt ein Walking Sim. Hast du Taschenlampe? Nein, hat er nicht. Ah, er hat ein Zippo. Ja.
Okay. Gleich ein Flashback. Mirpoch Senko. I'm scared of the dark too. Okay. This is how we fight it. See? Okay. And now Mom is going to make it all warm and cozy and you tidy up your toys, dobrze? Okay. It'll be warm in no time. Ich habe vorhin mal in die Einstellung geguckt, aber ich glaube, ich kann die Sprache nicht ändern. Maybe when you're breathing strong, the winter will go away. Okay. What do you think? Also irgendwas muss ja passiert sein, dass er jetzt allein unterwegs ist. We just have to take it day by day. Okay. Did I tell you how brave you are? Well, even if I did, I don't say it enough. You think okay. I'm boring, hmm? But that's what being a mom is all about. Being boring. Okay. Naja. Time to sleep, little one. No matter how dark the night, the new day sun will rise. Pamiętaj o tym. Mhm. Also die Flashbacks gefallen mir. Sieht richtig gut aus. Okay. Zumindest haben wir jetzt ein bisschen Licht, aber ich glaube... Obwohl, geht glaube ich eigentlich, ne? Von der Empfindlichkeit her. Hoffe ich, dass es nicht zu langsam ist. Soll ja aber auch nicht so schnell sein. Ist ja halt ein Walking Sim, ne? Ist dann halt auch mal ein bisschen langsamer. Rennen kann ich nicht. Zumindest nicht auf den Schultertasten. Okay. Sieht man dann... Ah ja, hier sieht man schon so erste Anzeichen, so von der Schrift her. Von den Worten. Interagieren können wir. Okay. Kann ich auch... Ah, ich kann auch den Text deutlich sichtbarer machen. 19. Mai 1960. Die Moral der Männer sinkt unaufhörlich. Unruhe macht sich unter ihnen breit. Ich vermute, dass sie gemerkt haben, dass selbst ihr Oberleutnant nicht mehr weiß, als sie selbst. Unsere Mission behandeln wir mit höchster Geheimhaltung. Aber wir sind die am besten ausgestattete Einheit in der gesamten deutschen Armee und doch bleibt uns unsere Bestimmung vorenthalten. Wir sitzen auf einem regelrechten Berg an Gewehren, Mörsern, Granaten, Raketengeschossen, Geigerzählern und anderen Technologien, die bisher noch nicht getestet wurden. Wir verfügen sogar über ein hochmodernes Kommunikationssystem. Dennoch warten wir hier weiterhin vergebens auf unseren Einsatzbefehl. Wann werden wir endlich wieder unserem Feind im Kampf gegenüberstehen? Ah, okay. 1960 noch Krieg quasi in diesem Universum. Interessant. Also okay. Anscheinend alles mit allem interagiert, womit man interagieren kann. Und wir scheinen anscheinend nicht in... Ich meine, hier ist zwar alles deutsch, aber die Mutti hat ja ist jetzt nicht irgendwie Deutsche. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir irgendwo anders sind. Irgendwo östlich von Deutschland eventuell. Hier geht's weiter. Ne, so ein paar Wörter hat man ja rausgehört. Das meiste hat sie ja jetzt auf Englisch, weil, ne? Englisch ist leichter verständlich für alle. Was haben wir denn hier? Ach, okay. Stand nur einmal da, dass man dann so interagieren kann und jetzt muss man es einfach wissen. Überwachungsbericht. Datum 16. April 1960. Ort, Gesellschaft, Abschnitt Krakau. Sind wir in Krakau? Okay, gut, dann wissen wir zumindest schon mal, wo wir sind. Koordinaten, ja, Nord und Osten, berichtender Offizier, Obergrenadier Jörg Kessler. Ich wurde um 9.42 Uhr auf Ebene 00 positioniert, um Luke 061b, den Nordeingang des Bunkers, zu überwachen. Bei meiner Ankunft am Bunkereingang war wie üblich nichts Ungewöhnliches zu erkennen. Der Zugang war verschlossen und wie auch sonst waren keine Eindringlinge in Sicht. Damit beende ich meinen täglichen Bericht, den ohnehin niemand jemals lesen wird. Naja, das stimmt jetzt nicht ganz. Wir haben ihn gelesen. Ne, wir versuchen auch alles mitzunehmen, was wir mitnehmen können. Hoffe ich doch, dass das möglich ist. Aber ich glaube auch, dass man das hier auch öfter spielen kann. Also, dass das einen hohen Wiederspielwert hat. Dass man hier auch einiges verpassen kann. Und dann irgendwie, ne? Wie das halt nun mal so ist in Videospielen. Okay. Also, so lange soll es nicht gehen.
Ich habe mal so ein bisschen geguckt, wie lange andere gebraucht haben. Nee, es ist mal wieder so ein bisschen was Kurzes, so ein kleiner Indie-Titel. Aber ist ja auch mal ganz nett, ne? Nicht immer nur diese langen Knüller wie Assassin's Creed Odyssey oder Valhalla oder Genshin Impact, ne? Auch mal was Kleines zwischendurch. Okay. Hier komme ich wohl nicht durch. Das ist wohl alles ein bisschen verriegelt. Dann gehen wir doch mal in die andere Richtung. Ist halt auch übelst dunkel hier. Ich hoffe, wir machen gleich noch Licht. Okay, hier komme ich auch nicht durch, also müssen wir weiter nach unten. Und anscheinend können wir da auch interagieren. Ah, okay. Ja, können wir. Oder? Ja, können wir. Ui, Junge, das ist ein bisschen gefährlich, was du da machst. Ich hoffe, das Regal kippt nicht noch weiter um, dass das einigermaßen stabil steht. Ja. Okay. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, ich glaube nicht. Is the rotor, Mom? It fell. Is it broken? We can't take the generator without it. Don't worry. We should have a spare one somewhere. Okay, also ich wollte jetzt nicht lügen. Mom? Who's this? It's no one. Do you understand? Okay, sie ist sauer. Nicht wegen des Rotors. Ich meine, wir haben ja auch die Wahrheit gesagt, dass uns das Ding runtergefallen ist. Und ja. Aber aufgrund von, ja. Bildnote, die er nicht sehen sollte. Anscheinend. Flashbacks beliefern uns anscheinend ein paar Informationen. Vielleicht auch, weshalb wir hier sind. Kann ja sein, dass er hier versucht, irgendwas zu finden. Vielleicht sind wir auch heimlich abgehauen. Ne, ohne Mutti. Ohne, dass wir da was gesagt haben. Kann ja sein. Okay. Ich glaube, das können wir noch nicht anschalten. Ich hoffe, hier kann ich irgendwo den Strom anmachen, ne? Weil ich meine, das kommen wir ja nicht weiter. Hier? Ich meine, da ist ein Kreis. Achso, R2. Und dann so. Ah, okay. Ob hier wohl noch jemand ist? Ich guck mal runter. Ui. Okay. Sieht ja schon mal gut aus. Ich meine, das hier oben ist ja verlassen, das wissen wir ja. Gut, dann geht's tief runter. Hier kann ich interagieren. Widerrufen. Angängig. Also widerrufen. Okay. Achso, das war ein Signal. Konnten das Warnsignal ausschalten. Okay, gut. Ja, muss man erstmal drauf kommen, ne? Kann ja sein, dass es irgendwie, ne? Egal. Betriebswert. Oder Wert. Fehlt noch Buchstabe. Glaube ich. Altschrift ist manchmal so ein bisschen schwer zu entziffern. Außer das hier. Das heißt Laufsteg. Und dann wollen wir doch mal runter. Soll ja noch drücken. Okay, wir rufen den. Ich dachte, es geht hier runter so. Wir müssen ihn erstmal rufen. So. Ah ja. Wir müssen schon so ein bisschen lernen, wie die Steuerung funktioniert. Gleich mal abgetestet. Okay. Das sind eine Menge. Das erinnert mich so ein bisschen an Fallout. Den Bunkern. Okay, und hier können wir das Foto.
das noch ein bisschen laden musste, aber wir sind noch nicht auf der richtigen Ebene. Schade. Nein, nicht schade, sonst wäre das Spiel ja zu Ende. Glaube ich. Weil wir suchen ja die Ebene, wo, ja. Die Mutti hier, wohl, ne, mit dem Typen gewesen ist. Muss ich da hin nicht erlangen oder muss ich da lang? Oder sind beide Wege richtig? Ah, ne. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Wird mir wohl noch öfter passieren. Dann wollen wir mal gehen. Ne? Okay. Ich glaube, das ist no way, point of no return. No way. Ernsthaft? Okay, dann gehen wir halt runter. Ich meine, wir kommen bestimmt irgendwo anders dann wieder raus. Wenn wir überhaupt wollen. Ist ja die große Sache. Oder können. Nee. Wir wissen ja nicht, wohin das Spiel uns führt. Ja, komm. Nee. Aber bewohnt sieht das hier alles halt nicht aus. Sieht alles aus wie verlassen, ne? Ob nun hektisch oder nicht. Ja. Ist wahrscheinlich noch kalt. Ne, wie oben. Hm. Dass hier so viele Sachen liegen. So, wollen wir doch mal gucken. Okay, Krakauer Beobachter. Endlich geborgen. Das Altarbild von Fate Stoss krönt nun die Hauptstadt des Generalgouvernements. Okay. Also Text kann ich nicht irgendwie einblenden. Ich kann nur ein bisschen ranzoomen, aber nur ein bisschen. Die Macht. Leni Riefenstahl. Ein beispiellosen Leben der Schlauesten. Okay. Warum macht er auf seinen Fingern so doof darüber? Ich wollte es lesen. Hier noch was? Nö. Schade, schade. Im Gegensatz zu bei ihm ist es bei mir heiß. Ich wünschte, bei mir wäre es auch ein bisschen kälter, aber geht leider nicht. Die Sommerhitze, ne? Was will man machen? Ich schmelze hier quasi hin. Gedacht, gut, wenn es hier kalt ist. Wenigstens eine kleine Abkühlung. Gedanklich. Okay, einmal nach oben schwimmen. Ui. Nimm mal mit. Zeig mal her. Liebste Großmutter, du wirst nicht glauben, wer mit mir im Zug sitzt. Greta Müller. Okay. Gerade noch hast du mir ihre Platten vorgespielt. Sie ist so elegant. Ich wünschte, ich könnte mit ihr sprechen, doch sie hat ihr eigenes Abteil und niemand darf dort hinein. Hier sitzt auch einer der Zeichner von der Zeitung, die du immer liest. Er hat sogar ein Bild des Führers für mich gemalt. Göring hingegen hat er etwas schlanker gezeichnet, als er eigentlich ist. Es ist mir eine Ehre, mit diesen talentierten Berühmtheiten in einem Zug sitzen zu dürfen. Naja. Es tut mir so leid, dass ich nicht lebewohl sagen konnte. Sie kamen, als du fort warst und waren so ungeduldig und ungehobelt. Ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Doch zumindest versprachen sie mir, dir diesen Abschiedsbrief zukommen zu lassen. Ich hoffe, er wird dich erreichen. In Liebe, deine Adela. Ich glaube nicht... Also wenn das nicht gerade der Koffer von der Großmutter ist, glaube ich, der Brief ist nie angekommen. Und so sieht das hier auch alles aus wie nie angekommen. Ne? Sondern einfach irgendwie gehetzt. Mal gucken, wohin das noch führt. Was haben wir hier? Ein gehobenes Abteil. Also mit extra schrägen Tischchen und Stühlchen. Interessant. Und noch mehr Text. Gucken wir doch mal. An alle Kolonisten. Okay. Es gilt die Anweisung, dass nur ein Gepäckstück pro Person in der Gesellschaft akzeptiert wird. Eieiei, das wird bei mir schon nicht hinkommen. Sämtliche weiteren persönlichen Besitztümer werden bei ihrer Ankunft entsorgt. Okay, das dürfen sie bei mir nicht machen. Das Rass- und Siedlungshauptamt der SS. Oh, Ruscha wird dafür Sorge tragen, dass diese Regelungen eingehalten werden. Also, nee. Ich habe alleine schon mehr Bücher, als in der Koffer Platz haben und die gebe ich nicht her. Und gut, dass ich nicht in so eine Situation komme. Was können wir denn hier machen? Oh, ein Tässchen. Können wir uns angucken. Ich weiß zwar nicht, woran, weshalb oder wieso, aber gut. Legt er wieder zurück. Ein ganz braver Junge. Können wir hier nochmal rausgucken zum Vault. Ein- oder Ausgang. Ich glaube eher der von uns aus gesehen Ausgang. Aber gut. Schade, dass er nicht irgendwie rennen kann. Ich versuche hier sämtliche Tasten zu drücken, aber
ist wohl so ein bisschen, ja, bisschen langsamer unterwegs. Ne, wie gesagt, ist halt so ein bisschen, ja. Okay. Okay. I'm leaving, do you hear me? And you're not going to stop me. Okay. I don't want to spend my whole life here. Mama? Mama, are you okay? Mamushu? Ist hier doch was passiert? Sind wir deswegen hier, weil ihr was passiert ist? Oh, ich hatte gehofft, er ist so bei einer Tag- und Nacht-Aktion irgendwie abgehauen. Ich meine, er machte sich zwar Sorgen, aber, ne? You know. Sehr geehrter Herr Bachhuber, ich wende mich an Sie mit einer Bitte um einen Gefallen. Ich weiß, dass es mir nicht länger zusteht, mich einzumischen, da nun sämtliche meiner weltlichen Besitztümer in Ihrem Besitz übergegangen sind. Doch ich hoffe, dass Sie mir trotz allem diesen letzten Gefallen erweisen können. Ich bin mir sicher, dass Sie zuallererst die Buche im Garten fällen werden, doch hat eine Amselfamilie erst kürzlich ihr Nest gebaut. Bitte bringen Sie das Nest sicher an einen anderen Ort, bevor Sie den Baum fällen. PS, das nächste Mal sollte ich vorher daran denken, einen Zugfahrschein von jemandem zu kaufen, der mir zumindest ein wenig ähnlich sieht. Wir ähneln uns überhaupt nicht. Ganz zu schweigen von der Fotografie im Reisepass. Leider Gottes waren Sie die einzige Person in ganz Bayern, der die Ehre zuteil wurde, einen solchen Fahrschein zu erhalten. Okay. Interessant. Tja, ist halt so ein bisschen, ne, wenn... Was wäre, wenn die anderen gesiegt hätten? Nee. Oh, Spiritus. Interessant. Solltest die Finger von lassen. Also, ne, wenn damals alles anders gewesen wäre und, ja, die Falschen gesiegt hätten quasi. Glaube ich, ne, dann wäre vielleicht alles anders gewesen. Kennt man ja schon aus Wolfenstein. Okay. Ups. Und wir sind unten. Und schon ein Stückchen weiter. Okay. Aber wahrscheinlich werde ich nicht kapitelweise die Parts beenden. Das wird wahrscheinlich so überschwingend sein, weil ich glaube nicht, dass hier das Kapitel schon beendet ist. Das wird so... Ja, mal gucken, wie die Kapitel laufen. Okay. Hier ist was. Gucken wir uns erstmal um, bevor wir einen Hebel ziehen, ne? Wie immer. Aber auch mal ganz interessant. Aus spielerischer Sicht natürlich. Okay, lieber Leopold. Viele Male betete ich, bitte Gott, lass mich wegsehen. Lass mich für das erblinden, was so klar erkennbar ist. Ich bin nichts als ein einfacher Schlosser, der nur tut, was man ihm sagt. Doch tief in meinem Herzen wusste ich, dass der Tag käme, an dem ich für mein Schweigen verantworten müsste. An dem ich mich für mein Schwanken verantworten müsste. Noch viel mehr schmerzt mich jedoch die Tatsache, dass nun, da dieser Tag gekommen ist, du derjenige bist, der die Konsequenzen tragen muss, nicht ich. Heute verliere ich einen Freund, okay? Und ich muss mich fragen, ob es eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Vielleicht, wenn ich den Mut gehabt hätte, meine Befehle in Frage zu stellen, hätte ahnen können, dass dies unsere letzte Reise zusammen sein würde. Ich grüße dich, mein alter Freund. Es tut mir wahrlich leid, dass es so enden muss. Hä? Okay. Da hat wohl jemand Mist gebaut und wollte nicht dazu stehen. Na? Kann ich dich schon ziehen oder noch nicht? Doch, geht. Ui, okay. Kann ich den anderen noch ziehen oder ist das nicht mehr möglich? Achso, okay. Der wäre eh nicht möglich gewesen. War ich mal wieder ein bisschen vorschnell. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt wieder raus. Und dann hier rum, ne? So ganz gemütlich. Ich meine, das Ding wartet ja. Hoffe ich. Leopold, okay. Ich gucke mich hier nochmal um. Vielleicht liegt hier ja noch was. Dinge, die wir nicht anfassen dürfen. Okay. Oder können. Oder wollen. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber man guckt sich hier mal alles an, ne?
Dann wollen wir mal auf die Plattform. Wow. Okay. Was mache ich jetzt? Ist hier irgendwie ein Knopf oder so? Da vorne? Ist irgendwie was? Keine Ahnung. Geht ganz schön tief hinab, ne? Ach da, ein Hebel. Na komm. Oh, okay. Eieiei. Es geht ja noch tiefer runter. Ah ja, jetzt. Mit Animation. Wow. Weil manche faden dann ja weg und dann, ne? Wird eine andere Szene gezeigt und dann kommt man ja plötzlich unten an. Aber hier nicht. Okay. Ah je. What? Ich glaube, das ist die Hohlerde. Von der, vor der alle so Angst haben. Okay. Ja gut, dann, ja. Willkommen in der Hohlerde. Oder so ähnlich. Ups. Na dann. Das gibt's nicht wirklich, Leute, ne? Das hier ist ein Spiel und, ne? Soll parallelweltmäßig und so, ne? Soll nicht die reale Welt tatsächlich darstellen. Komm ich denn jetzt hier durch? Da vorne, ne? Okay. Er kann nicht über Trümmer steigen, das wissen wir jetzt. Ja. Hier unten ist halt immer noch kalt, ne? Ganz viel Schnee, atomarer Fallout etc. pp. Denke ich jetzt mal. Gehe ich mal von aus. Es wurde ja so ein bisschen schon angeteasert. Dass da so ein bisschen was oben schiefgelaufen ist. Und ich gehe mal davon aus, dass die ja alle sich Fallout-mäßig, also Fallout, das Spiel, die Reihe, zurückgezogen haben. Müssen wir auch übrigens nochmal Let's Playen. Also es muss auch unbedingt nochmal kommen. Vielleicht kriege ich ja irgendwann mal die Xbox gescheit aufnahmefähig. Nö. Dass ich da irgendwie aufnehmen kann. Nicht nur eine Minute Dings, sondern ne, ein bisschen mehr. Oder halt über ein externes Gerät. Mal gucken. Und dann könnte ich auch Fallout 3, weil das 4er habe ich hier auf der Playstation, aber nicht das 3er. Was haben wir denn hier? Okay. Mhm. Okay. Jemand, der betet. Okay. Ich würde aber sagen, das war's dann erstmal für den Part. Wir sind ja schon eine weite Strecke gelaufen. Wir sehen uns definitiv im nächsten Part dann wieder. Bis dann. Bye.